So, und in der Zwischenzeit hat Cabo 200 Mal rumgehoppelt. Das geht mir voll auf die Nerven. Aber das mache ich immer so. Und immer. Und immer. Und immer. Wie in Rift. Und in WoW. Und in StarCraft kann man leider nicht hüpfen. Ja, wir hüpfen in StarCraft rum. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt müssten wir eine Reihe mehr kriegen. Ich glaube, die kleben nur, wenn sie auch wirklich Strom haben. Kann das sein? Ja. Juhu! Strom, aber der mit Kleber irgendwie, funktioniert. Guck dir das an. Der unterste sollte jetzt eigentlich den anderen wieder mit runterziehen. Ja. Komisch. Klappt nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Natürlich, wir könnten jetzt den Turm weiter in die Höhe dingsen, indem wir einfach hier mal Sand dazwischen tun, aber das kann ja auch nicht Sinn der... Haha. Hä? Wieso ist der jetzt trotzdem an? Ja doch. Also man sieht, am Redstone sollte Notch noch arbeiten, das ist noch an vielen Stellen sehr verwunderlich. LOL. Hä? Interessant. Wahaha, jetzt ist es endlich kaputt gemacht. Du machst auch alles kaputt. Ja. Was ich auch gesehen habe im Trailer, der war allerdings auf Englisch und deshalb mache ich das hier auch nochmal, dass man durch verschiedene Objekte leiten kann. Im Trailer war es, glaube ich, Holz, der gelitten hat. Er hat gelitten? Ja, er hat so, gelitten. Aber irgendwie klappt das hier auch nicht wirklich. Kannst du dich noch entsinnern, den Trailer? Da hat er doch einfach irgendwas dazwischen geschoben und dann auf einmal lief es. Kann man eigentlich einen Repeater schieben? Ich glaube nicht. Testen wir es. Dafür sind wir hier. Ein schönes Let's Test, Let's Show. Nein. Bumm, jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Hm. Aber wie ging das? War richtig schön zerquetscht eigentlich. Ja, richtig schön. Vielleicht ein Eisenblock war das? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht war er von der anderen Seite eine Fackel? Ja, hier steht doch eine Fackel. Ja, nee, ich meine hier so ein Block oder so. Ja, die kann er aber nicht mit rüberschieben. Oder? Ach so, ich kann weiß irgendwie, was du gemeint hast. Aber, nein. Ich weiß irgendwie, was du gemeint hast, aber ich habe keine Ahnung, wie das... Also gesehen haben wir es alle, nur funktionieren tut das nicht. Jetzt können wir hier wieder hingehen und zurückschieben. Nee, geht nicht, weil hier ist... Er muss den anderen ausmachen, so. Nein! Warte, ich mach ihn aus und du gehst zum... Nein, was mach ich? So, ja. Die Uhr hängt immer noch und immer noch. Aber die werde ich mal abreißen. So. Wenn sie eh nicht funktioniert, braucht sie auch keiner. Ah, wir haben hier einen richtigen Saustall angerichtet, nicht wahr? Yeah, ich finde, das machen wir mit TNT alles wieder. Nein. Ich bin gerade froh, dass dieses Kolosseum, was man auch noch zeigen könnte. Denn Pistons können Wasser blocken. Das heißt, man könnte jetzt Schleusen anlegen künstlich. So, öffne mal. Und jetzt spülen wir hier ein bisschen was von dem Dreck weg, inklusive dem Schalter. Also können wir es jetzt auch nicht mal ausmachen. Außer wir schieben es hier rein. Bro. Ey, das war Bro. Wir haben ja noch die andere Seite. Ja, das stimmt sogar, ja, irgendwie. Auf jeden Fall kann man damit jetzt endlich Wasser kontrollieren. Auch zum Beispiel, was man auch machen kann, ist, das kann ich auch kurz zeigen. Wobei, man konnte ja sogar schon mit Redstone irgendwie Wasser kontrollen. Man kann auch nach unten stampfen. So. Den hier machen wir jetzt weg. Könntest du sogar eine realistische Schleuse anlegen? Genau, die von oben arbeitet. Ich hoffe, ich habe jetzt auch den Sticky genommen. Ich habe nämlich keine Schalter mehr. Nein, hast du nicht. Was man übrigens erwähnen kann, Iro hat in unserer Probe versucht, mich zu zerquetschen mit zwei Pistons, was mal nicht ganz so gut funktioniert hat. Ja, das geht leider Gottes nicht, sonst wäre Cabo jetzt nimmer hier. Na gut, jetzt muss ich natürlich wieder... Kleben Sticky Pistons eigentlich auch an Spielern? Nee, nein, oder? Finde ich eigentlich schade. Oh. Ja, schon.
So, jetzt kann ich hier den Sticky dran machen. Ah, du stehst im Weg, du Hund. Hunde an die Lerne nehmen. Ja, ja. Wo hast du meinen Schalter hingesetzt? Ich habe gar nichts hingesetzt. Da war aber ein Schalter dran hier. Nee, hab ich nichts gemacht. Ich habe das alles aufgezeichnet. Ich habe ein Inventar, aber ich habe nichts gemacht, Mann. Warte, ich pack den mal. Auch noch genug Schalter. Ja. Ja, genau. Und bleib da mal stehen. Du kannst den nämlich gleich aktivieren. Ah. Während ich jetzt den Brunnen baue. Zieh das Ding mal hoch kurz, testweise. Wunderschön. Ist so. So. So, hier drum. Kein Zeug mehr. Nehmen wir Sand. So. Nein! Ach, was tust du da, du? So. Warte, jetzt baue ich... Okay, jetzt sieht man hier, hat man hier richtig schöne von oben eine Schleuse. Ah, das sieht sogar richtig gut aus. Jetzt müsstest du hier vorne das noch verklärten irgendwie, damit man nicht sieht, dass da so eine Stange dahinter genau. ist. Den Pisten so ein Stück verstecken. Kann man ja hier eigentlich theoretisch noch so ein Ding vorsetzen. Und dann hier noch einen drauf. So. Und jetzt hat man es quasi richtig schön versteckt. Man sieht drin auch noch die Klappe, wie sie hoch und runter geht. Aber man sieht nicht, dass es ein Pisten ist. Warte, ich geh mal hoch, dann siehst du es auch mal. Yay! Also es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, um Wasser zu kontrollieren. Was ich mich jetzt frag, ich baue das Ganze mal aus Gravel nach und dann packen wir mal Lava rein. Müsstest du mitmachen? Schon auf der Pisten abfacken? Ja, genau. Wir gucken, ob der Pisten auch Lava und du mach mal Time Set 0. Sehr schön. So, dann nehmen wir wieder unseren Klebepisten. Ich muss jetzt hier schon ein bisschen improvisieren, weil ich einfach nicht mehr Zeug hab. Ne, da bleibt's eigentlich dran. So. Ein Aufstieg bräuchte ich. Ja, ja, den kriegst du, den kriegst du. Oder in dem Fall, falls was schief geht und wir wollen Carbo ja nicht wehtun. Nein, nur nicht. So. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Hält er auch? Nein. Ah, falls es ist. Dann warte, ich hab noch einen. So. Blub. So, ja, der Cobblestone hängt jetzt in der Luft. Jetzt heißt es GIF. Iruini 1000, die 10 einmal. Oh, jetzt haben wir hier unsere Lava. Lava fließt jetzt etwas langsamer. Ja, klappt auch wunderbar mit Lava. Stampft die Lava an. Theoretisch könnte man daraus jetzt schöne Anlagen bauen, die auf Knopfdruck dann Lava speien. Da fällt einem bestimmt jede Menge ein. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen ein Stück spazieren. Ich weiß auch wohin. Ich kenne da... Auf Dios Grundstück? Das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Nein, wir gehen ein Stück vor die vor mein Reich. Da, wo ich schon Sand abgebaut habe. Dort steht eh nichts mehr, dort können wir nichts kaputt machen und unterwegs, würde ich sagen, gucken wir uns mal die Scheren an, denn da sind ein paar Bäume im Weg, die wir bestimmt dann abfällen können. Ah ja, die Tür hätte ich mir sparen können. Oder vielleicht auch ein paar Schafe. Schafe können jetzt auch nur noch mit Scheren geschert werden. Ach ja, die schöne Zeit der Schafklopperei ist vorbei. Dabei kloppe ich so gerne auf Schafen herum. Sie erinnern mich an DD und... Dann will man einfach nur draufhauen und nicht irgendwie abscheren. Von Weitem kann man jetzt noch mal einen Blick aufs Kolosseum setzen, vielleicht sieht man was. Sieht jetzt in dem Standard-Texture-Pack nicht wirklich schön aus. Man sieht hier, wie hoch wir schon gebaut haben. Jetzt durch die Wolken sieht das natürlich auch doof aus. Wie gesagt, sobald das Kolosseum fertig ist, gibt es einen riesen Let's-Show-Server wieder. Aber solange ich da noch im Bauen bin, ist es halt ein bisschen blöd. Deshalb warte ich da noch. Ich
zögere es hinaus, deshalb gibt es jetzt ja dieses Let's Tutorial 1.7 oder Let's Test, Let's Spiel, irgendwas, sucht das euch aus, wie ihr es nennen wollt. Ich nenne das Let's Shows Pistons. Oder ich nenne es einfach Let's Mach Blödsinn mit Pistons zusammen mit Carbo. Und wenn da gleich... Sag mal, hast du irgendwie die Bäume in die Mauer eingebaut? Ja, die ich war zu voll, den ganz wegzumachen. Deshalb habe ich nur den Teil weggemacht, wo die Mauer kam. Honk. Mein Gott, die mache ich sowieso irgendwann weg. Spätestens, wenn ich Holz brauche. Oh, jetzt bin ich mit dem Feuerzeug ausgegangen. Na, lass das mal. Die Frage ist, wie willst du das TNT zünden? Feuerzeug? Ach na gut, wenn du Feuerzeug dabei hast, ist ja gut. Schade. Nein, mit Redstone. Stimmt, das geht auch. Was noch gar nicht erwähnt wurde, seit jetzt kann man TNT nicht mehr durch Berühren zünden. Was vielleicht auch gut ist, weil viel ist auch ungewollt hochgegangen immer. Sondern nur noch mit Redstone und Feuerzeug. Musst du da irgendwie an unsere Server kaputt machen, Dings, ja. Denken. Hier kannst du einfach runterspringen. Hey, das könnten wir mal auch mal irgendwie aufnehmen, wo wir einfach alles in die Luft jagen. Hatte ich dir vorgeschlagen, wir kopieren den Server runter und jagen alles in die Luft. Holen wir so am besten noch Verstärkung, damit wir schön viel TNT verlegen. Genau, aber erst dann, wenn wir wieder richtig Mods und Plugins haben. Damit wir die zehnfache Stärke genau. haben. So, irgendwo hier, jetzt such das mal ein bisschen ab, müsste eine Fläche sein, die schon so verwüstet aussieht, dass TNT auch nicht mehr viel kaputt machen kann. Ich finde, wir sagen einfach den Zuschauern, so wie bei Dora, wenn sie es sehen, dann müssen sie alle schreien, kaputt machen, kaputt machen! Und dann labern wir irgendwie so Wannabe-Englisch, damit alle denken, wir sind voll so Dora. Gott, ich diese Sendung hasse. Oder wie bei Blau und Schlau. Müssen wir jetzt alle blöden, beschissenen Kindersendungen... Also such das Gebiet hier mal irgendwie ab. Irgendwo war hier was. Hier liegt noch viel Sand rum. Den wollen wir auch nicht kaputt machen. Den brauche ich noch fürs Kolosseum. Lalala, lalala. Ah, ich hab es! Ich hab es! Komm her. Komme. Ah, jetzt können wir hier auch... Jetzt haben wir gar keine Schafe gesehen. Wenn man jetzt guckt hier... Und was droppt? Es droppen diese komischen Grasklötzchen hier. Und die kann man dann setzen. Natürlich gelten die gleichen Regeln wie früher. Dass nur in der Nähe von Holz das Zeug gesetzt werden kann. Und jetzt machen wir erstmal wieder eine kurze Unterbrechung. Und danach gucken wir uns mal Carbus und seine TNT-Kanone an.